Servus Leute, im Moment läuft die Downtime für das Technical Update 0.14.9.1 und für Arena glaube ich 0.18.1. Und obwohl es bloß ein Technical Update ist, gab es Patch Notes mit einigen interessanten Änderungen. Die schauen wir uns in diesem Video mal an. Viel Spaß! Zuerst mal vorweg, es ist leider nicht das Update für lokale Server für PvE. Das kommt ein bisschen später. Ich hatte darauf gehofft, aber ja, wie gesagt, ist es leider nicht. Wir schauen uns mal die Patch Notes an. Link dazu findet ihr natürlich unten im ersten Comment, wenn ihr es selber mal durchlesen wollt. Und hier, ja, List of Changes. Sie haben Loot Crates wurden hinzugefügt. Loot Crates with various useful items, also Equipment Crates mit Armor, Helmen und Equipment. Dann Weapon Crate mit Waffen und Melee-Waffen sind da wohl auch drin. Granaten und Munition ist auch drin. Dann ist Supply Crate mit Barter-Items, Meds und Essen und Trinken ist da auch drin. Valuable Crate mit, ja, Valuables, also Bitcoins und sowas können da möglich sein. Keys, Keycards und sowas können da auch dabei sein. Und die Loot Crates are initially locked and are obtained for completing daily and weekly operational tasks in Escape from Tarkov Arena. Also, diese Loot Crates bekommt man, wenn man Dailies und Weeklies in Arena erledigt. Und ja, ist halt ein Anreiz, um Arena zu spielen. Und die können dann unlocked werden, indem man die rüberschickt auf seinen EFT-Account. Und dann bei Workbench Level 2 kann man die dann unlocken. Das haben wir schon im Podcast gesehen, da haben sie es kurz gezeigt. Jetzt ist es dann im Spiel. Dann eine sehr interessante Änderung. Adjusted the Ballistic Plate Colliders. Also, die Armor Plates wurden überarbeitet. Wurde auch kurz schon auf Twitter von Nikita angeteased. Schauen wir uns gleich noch an. All Ballistic Plate Colliders in the same zone are now the same size. Various Ballistic Plate Formats will protect the ideal identical surface on the Torax. Also alle Platten sind jetzt gleich. Sie wurden vergrößert, wie man gleich in dem Video sehen wird. Also hier steht es auch nochmal. Increase the Ballistic Plate Protection Area. Letzten Endes hat man keine Lücken mehr auf den Seiten. Und ich sag mal, was sich ändern wird, es wird ein bisschen berechenbarer und man wird auch wieder ein bisschen mehr tanken oder die Gegner werden ein bisschen mehr tanken. Aber ja, das ist meine Einschätzung, weil ich denke mal, es wird so sein. Dann das Mark of the Unhurt will only work in PvE now. Ja, war eh kein Thema mehr, war ein großes Thema, als es geedit wurde für die Unhurt Edition. Aber das Mark of the Unhurt, dieser Transmitter, ja, der ist jetzt bloß noch im PvE. Nicht so interessant. Und dann die Editionsboni wurden hinzugefügt oder ein paar davon. Die Insurance Return Time, also die Zeit, in der Versicherungen zurückkommen, für Edge of Darkness Besitzer bzw. Leute, die auch auf Unhurt geupgradet haben von Edge of Darkness, ist 30% geringer. Das heißt, man kriegt sein Zeug schneller. Und dann hier, ganz interessant, added a unique PMC Upper Clothing, the Cultist Jacket for the Unhurt Edition Owners. Also nur für die Unhurt Edition gibt es die Kultistenjacke. Und die kann man sich auch später freiquesten, so wie ich das verstanden habe. Die Questreihe gibt es aber noch nicht, das kommt erst in der Zukunft. Man kann sich wohl alle Boni von der Unhurt Edition auch freiquesten mit einer Questreihe, wenn die dann geedit wird. Und dann PMC Dog Tags für EOD und Unhurt Edition. Gibt es verschiedene Styles. Ich denke mal, das kann man dann auswählen, so wie man den Namen auswählen kann. Und wie diese Kultistenjacke aussieht, sehen wir hier. Also, es ist tatsächlich nicht die Jacke von den normalen Kultisten, es ist tatsächlich diese Priesterrobe. Und jetzt stellt sich die Frage, wie ist das, wenn man einen Helm auf hat? Also, wenn man einen Helm auf hat, dann geht die Kapuze runter. Aber was ist, wenn man diese Face Mask auf hat und Headphones? Ob dann die Kapuze oben bleibt, das wäre ziemlich nice. Bleibt aber abzuwarten. Und zu den Hitboxen schauen wir uns das auch nochmal kurz an. Hier sieht man auf der rechten Seite die alten Hitboxen. Und die haben ein bisschen Lücken. Ne? Hier sieht man Lücken da auf der Seite und hier Armpit. Ne? Jetzt hat hier auf der die neuen Hitboxen, da ist es einfach ein bisschen größer und alles abgedeckt. Und von vorne, man sieht es, oder von hinten, man hat deutlich mehr Schutz. Und von der Seite wieder, von vorne, mache ich hier mal kurz, ne? Hier, Thorax da oben. Also es ist einfach alles ein bisschen mehr gepanzert und alles ein bisschen berechenbarer. Und das Ganze ist natürlich auch in die Arena gepatcht worden. Arena hat gleichzeitig Downtime, auch wegen den Weapon Grades. Ich gehe davon aus, dass es auch da gelandet ist. Und ja, das war's mit dem Technical Update. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat, was euch fehlt. Und ich bin übrigens nahezu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn er mal vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.